Moin moin liebe FC25 Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ja, es ist mal wieder soweit. Ich will euch an die Hand nehmen mit ein paar Tipps und Tricks, die euch sofort dabei helfen werden, in FC25, Achtung, richtig gehört, mehr Tore zu erzielen. Keine Sorge, das ist kein Backkram, das ist nichts mit Finesse-Shot aus 75 Metern, Trivela aus 180 Metern, irgendwelche bestimmten Skill-Moves. Nein, wir unterhalten uns hier immer noch in der oder über die Art und Weise, wie ihr im besten Fall Fußball spielen könnt in FC25. Denn ich hatte gestern eine Coaching-Session bei mir im Stream, wo ein Zuschauer mich gefragt hat, ob ich Bock habe, Gaming zu spielen, weil er selber momentan Hardstack in Division 2 bzw. Division 3 ist und so roundabout 9 Siege der Weekly League holt. Da meinte ich, alles klar, lass uns gegeneinander spielen, gucke ich mir an, werde das Ganze analysieren und dann probiere ich ihm weiterzuhelfen. Und da habe ich selber einfach wieder gemerkt, wie unfassbar starke Probleme er selber in bestimmten Szenarien hat, wo ich mir dachte, das wird wahrscheinlich einigen von euch weiterhelfen. Da will ich mit anpacken. Dementsprechend abonniere gerne den Kanal, wenn du nichts da verpassen willst und lass sehr gerne ein Like und Kommentar, um mich selber wissen zu lassen, ob ich dir damit wirklich weiterhelfen konnte. Und ansonsten check auch gerne den Stream ab, wenn du selber mal eine Coaching-Session haben möchtest. Das Ganze kostet gar nichts. Kannst dich bei Instagram melden oder wie gesagt im Stream. Dann spielen wir mal eine Runde gegeneinander und danach kann ich das Gameplay gerne analysieren. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein mit dem allerersten Clip. Und der allererste Clip schimpft sich nämlich wie folgt, und zwar beziehungsweise in die allererste Kategorie gehen wir, und das ist Ruhe bewahren. Jetzt wird sich der eine oder andere denken und sagen, was für Ruhe bewahren, was will der von mir, laber mich nicht voll. Nein, Ruhe ist das aller wichtigste in FC25, denn folgendes Szenario: Ihr kennt es selber, ihr seid gerade gepresst, ihr wollt gerade den Ball rausspielen und ihr legt gegebenenfalls sogar 1-0 hinten, dann wird das meiste, was ihr dann macht, immer Harakiri sein. Und viele kennen leider Gottes nur eine Richtung in FC25. Was heißt das? Nach vorne. Nach vorne, nach vorne, nach vorne. Es gibt keine andere Richtung. Raus aus der eigenen Hälfte, den Ball von seinen eigenen Spielern wegkriegen und Hauptsache so schnell wie es geht in den gegnerischen 16er kommen. Die Problematik ist, euch gehen die Anspielstationen verloren. Und genau hier setzt der Moment ein mit Ruhe. Ihr müsst im besten Fall jedes Mal, wenn ihr den Ball spielen wollt, schon das Szenario vorher gescannt haben, wie viel Platz ist irgendwo, wie viel Raum ist irgendwo, was macht Sinn anzuspielen. Und habt keine Angst davor, eure Außenverteidiger mal mitzunehmen, den Ball auch mal quer zu spielen und dann vielleicht das Spiel breit zu machen. Ja, dann, wenn ihr nur durchs Zentrum geht und dann, wenn ihr immer nur dieselben Abläufe, sage ich mal, abruft, ohne euch mal großartig zu verändern im Spiel, dann wird der Gegner euch irgendwann lesen und er wird euch einfach zu Tode pressen. Und genau das macht dieses Spiel so unfassbar anstrengend. Das heißt, ich binde jetzt meinen Dumfries ein, spiele meine, oder schicke meine Damen, binde sie aber gar nicht mit ein, sondern ich verzögere und spiele den Ball nach hinten. Jetzt sehe ich hier, ich habe Platz. Platz ist das, was wir brauchen. Warum? Weil wir ruhig geblieben sind und einfach mal kurz den Kopf nach oben genommen haben, wie man es ja beim richtigen Fußball auch macht, und dann das Spiel neu aufgebaut haben. Dann sehe ich, dass ich das Spiel breit machen kann, denn unten läuft die Bambastor rum. Mit der verzögere ich, sehe, dass er immer noch den Gegner hier hinten spielt und jetzt wahrscheinlich probiert, hier raufzugehen. Im Best-Case-Szenario würde er noch den Spieler wechseln, dann auch probieren, hier raufzugehen. Das heißt, ich kann mit Bombastor verzögern. Sehe aber im selben Moment, dass meine Spieler hier gerade Richtung 16er reingehen. Das heißt, jeder Angreifer von mir ist auf einem Innenverteidiger drauf. Das verschafft mir natürlich Räume. Ich kenne wiederum die Playstyles von Bombastor. Bombastor hat den Silber-Playstyle in Flanken. Das heißt, ich verzögere, ich flanke, lege den Ball auf Netwert und lege das Ding rüber und rein ins Tor. Ja, das Ganze ist glücklich. Aber diese Szenarien, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, kann man sich herausspielen in dem Moment, wenn man Ruhe bewahrt und seine Spieler selber mit ins Spiel einbindet. Denn je ruhiger ich spiele, je länger ich mir teilweise Zeit lasse und je besser ich selber Lücken wahrnehme, desto besser kann ich natürlich auch meine anderen Spieler einbinden. Und das ist einfach so unfassbar, unfassbar wichtig. Wir gehen hier nochmal ganz kurz in die nächste Szene, die ich euch auch nochmal zeigen möchte, müsst ihr gleich mit dem nächsten Punkt weitermachen. Ja, einfach Ruhe bewahren. Einfach Ruhe bewahren, einfach schauen, was kann man mitnehmen. Auch hier gerne mal verzögern, gucken, wo man dann letztendlich seine Spieler mit einbeziehen kann. Hier mache ich jetzt beispielsweise einen Fehler. Ich habe Platz ohne Ende, guckt euch das an. Ich habe Platz ohne Ende, aber ich nutze ihn nicht, weil ich den Ball auf Kluivert rüberlegen möchte. Ich wollte gucken, ob ich mit Ramirez den Ball spielen kann. Im Best-Case-Szenario mache ich das nicht. Weder L1 noch irgendwas, vielleicht mit Viereck, aber im besten Fall nutze ich einfach den Raum und gehe hier irgendwie runter und probiere den reinzukatten und schau, was dann möglich ist. Oder verzögere nochmal und gehe nach hinten. Denn in der Ruhe liegt die Kraft. So verliere ich den Ball und der Gegner lässt sich jetzt davon sehr, 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 sehr gut anstecken. Das heißt, er probiert den Ball auch wieder sehr schnell nach vorne zu spielen. Sehen wir einen komplett riskanten Ball mit Sonnen, den ich mehr oder weniger sofort abfangen kann. Und schon kann ich das Spiel wieder aufbauen. Warum? Gegner in dem Moment unruhig gewesen. Und jetzt achtet mal darauf, was ich hier wieder mit Bombastor mache. Ich spule mal ganz kurz ein bisschen zurück. Ich gebe ihm Bombastor, ich gebe ihm den Ball, verzögere, gehe nach oben und warte in dem Moment. Er greift mich ja selber nicht an. Ich gucke, wie sich meine Spieler bewegen. Ich scanne das Spielfeld. Ich nehme mir kurz ein bisschen Zeit. Das heißt, ich sehe, ich habe hier eine Anspielstation, hier eine Anspielstation, hier eine Anspielstation. Aber vielleicht, wenn ich noch ein bisschen verzögere, kann ich vielleicht sogar den Ball hier auf Kluivert spielen oder auf Netwert, je nachdem, wie die sich bewegen. Warten wir doch nochmal ein Momentchen länger.
Guck, einfach kurz gewartet. Er ist nach oben gegangen mit dem Spieler, hat den Spieler hier unten hingewechselt. Auf einmal, nur weil ich ruhig geblieben bin, ist hier eine riesige Lücke aufgegangen. Ohne, dass ich was getan habe. Warum? Ich habe darauf gewartet, einfach nur, wie sich seine Spieler verschieben. Verzögere wieder. Spiel den Ball nach oben. Wieder hinten rum. Und baue ganz ruhig und sachlich auf. Ich riskiere keine großartigen Pässe, kein gar nichts. Einfach Ruhe bewahren. Ruhe bewahren, Ruhe bewahren, Ruhe bewahren. So, spiele auch meistens nur die Bälle mit R1 oder wenn überhaupt mit X. Im Best-Case-Szenario R1X, sofern der Platz da ist. Und dann probiere ich hier irgendwie Richtung 16er mich ein bisschen durchzuspielen. Ja, danach habe ich es verkackt, weil ich habe Hacke zu Hacke gemacht, um zu gucken, ja, keine Ahnung, was da meine Idee war. Das war natürlich maximal dämlich, aber ich denke mir, ihr wisst, was ich meine. Das Ganze sieht jetzt natürlich extrem darauf aus, natürlich auf Ballbesitz spielen. Und das mache ich auch irgendwo im Endeffekt, aber nicht, weil ich es unbedingt möchte, aber ich muss mir halt die Räume erschaffen. Und damit die Räume halt entstehen können, muss ich einfach Ruhe bewahren und einfach schauen, dass ich das Ganze anständig umgesetzt bekomme. Dementsprechend machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Tipp. Aber Ruhe ist das Wichtigste überhaupt, wirklich. Schaut euch mal euer eigenes Gameplay an und guckt mal, wie viele fahrlässige Fehler ihr macht, weil ihr einfach nur unruhig spielt und nicht das ganze Spielfeld scannt. Das muss man einfach lernen und da muss man einfach Ruhe bewahren. So, dann können wir weitermachen mit der Szene, die wir hier vorne noch haben. Und zwar war das bei mir in der Situation 5 Minuten, wo sind wir denn? 5 Minuten 38, die würde auch jeden Moment kommen. Hier sehen wir natürlich auch gleich wieder, dass ich das relativ solide probiere umzusetzen. Das heißt, in der Art und Weise, wie ich das Spiel in dem Moment aufbaue. Auch da bleibe ich wieder ruhig, überlagere. Hab vorher Dumfries schon mal mit L1 nach vorne geschickt. Sehe jetzt, alles klar, Kluivert macht auf. Ich kann den Ball nicht richtig spielen, sofort wieder nach hinten, damit ich wieder ein bisschen Platz habe. Sehe, Kluivert ist komplett anspielbar. Leg den Ball rüber auf dann und verzögere wieder. Sehe jetzt wieder, dass Raum da ist mit dann. Jetzt ganz viel Platz auf Kluivert. Jetzt ist oben alles offen. Das heißt, ich schicke mit Würz. Ich habe ganz bewusst den Ball nochmal abgelegt von Kluivert auf Würz, weil Würz Longball hat in der Silbervariante. Schicke in dem Moment den Ball auf Dumfries. Dumfries hat wiederum auch die richtigen Playstyles, damit ich den Ball querlegen kann. Kluivert ist sehr groß, mit dem kann ich den Ball ablegen. Nimm ihn an, leg ihn ab, binde vorne die Ramirez mit ein und der Gegner konnte in dem Moment nichts machen. Warum haben sich die Spieler so bewegt? Warum konnte ich die Spieler so einbinden? Richtig, weil ich ruhig geblieben bin. Es klingt so dämlich, aber es ist crazy, 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 was das für einen Unterschied macht. So, wir machen weiter mit dem nächsten Tipp. Und der nächste Tipp ist etwas, den mir der gute Ole Lito mit ans Herz gelegt hat. Ole Lito kann ich euch extrem empfehlen auf YouTube. Wir gucken gleich auch mal ganz kurz bei ihm in einen Clip rein, um euch das Ganze ein bisschen besser zu veranschaulichen, wenn wir gleich mit dem zweiten Tipp weitermachen. Denn der legt regelmäßig bestimmte Tutorials hoch, zum Beispiel wie How to be a Pro. Also How to build up like a Pro. Der zeigt das nochmal ganz, 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 ganz anders, als ich das mache, weil das natürlich nochmal in einem viel, 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 viel besseren Aspekt umsetzen kann, dadurch, dass er Pro-Gamer ist. Oder auch zum Beispiel auch hier How to use Player Lock like a Pro. Checkt das gerne ab. Guter Content. Richtig starker Stuff. Deswegen machen wir weiter mit dem zweiten Tipp, den er mir selber ans Herz gelegt hat. Und das heißt, Spieler schicken. Spieler schicken, ohne sie selber anzuspielen. Viele von euch werden es wahrscheinlich kennen. Ihr könnt ja mit der L1-Taste Spieler schicken, mit der R1-Taste Spieler ranholen. Das heißt, L1, Spieler schicken, R1 ranholen. Wenn wir zweimal R1 drücken, also tak, tak, kommen sogar zwei Spieler ran. Das Problem in dem Moment ist natürlich immer, wenn wir Spieler ranholen, dass uns natürlich auch Optionen flöten gehen. Wir können kurzzeitig Optionen schaffen, aber in dem Moment, wenn wir Spieler ranholen, ziehen wir natürlich auch die Gegner mit auf uns zu, weil die gehen ja in die Manndeckung. Und genau dafür ist das Spielerschicken letztendlich da. Wir sehen jetzt oben, er schickt den Frimpong durch. Er schickt den Frimpong durch und schafft sich damit Platz. Ja, in der Situation ist das Ganze jetzt natürlich auch abseits, glaube ich, gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Aber primär geht es darum, wie er ihn geschickt hat. Das heißt, wenn wir jetzt einen Ticken zurückgehen, sehen wir, dass er den Spieler gleich schicken wird, ohne den Spieler anzugucken. Seht ihr das? Er läuft nach unten, hat mit dem Controller, nein, ihr seht es nicht, weil ihr seinen Controller nicht seht, hat mit dem Controller, obwohl er nach unten geht, ganz kurz nach oben geflickt und L1 gedrückt. Und sofort läuft Frimpong los. Weil L1 bedeutet, lauf bitte einfach nach vorne. Und in dem Moment, wenn er selber den Spieler schickt, passiert ja Folgendes. Du siehst das, der Gegner sieht das ja auch. Das heißt, er wird gegebenenfalls anfangen, auf einen Spieler zu wechseln und mitzulaufen, geht gegebenenfalls auf einen Innenverteidiger oder Außenverteidiger und probiert in dem Moment draufzulaufen, weil er natürlich denkt, dass du den Spieler anspielen wirst. Aber genau das machst du nicht. Den Spieler, du verpflichtest dich nicht. Du verpflichtest dich nicht, den Spieler sofort anzuspielen, den du schickst. Schick den und verschaff dir Räume damit.
Wenn ganz viel Platz da ist, spiel ihn an. Wenn kein Platz da ist, lass es sein und bring den Ball auf irgendeinen anderen Spieler. Und genau das macht er so gut. Er schickt kontinuierlich seine Spieler auf Außen oder teilweise seine Stürmer, einfach um sich Räume zu verschaffen. Weil irgendein CPU-Spieler wird ja jedes Mal mitgehen. Irgendjemand muss ja letztendlich schauen, dass er den Raum da in dem Moment zustellt. Wir gehen nochmal ganz kurz in die nächste Szene, wo man das auch ganz gut sieht. 52 müsste das hier sein. Boah, ich muss ja ein bisschen größer machen, so eine Scheiße. Sorry. So, 52. Das ist jetzt mehr oder weniger dasselbe Szenario. Gleich wieder mit Frimpong. Er geht in Player-Lock, justiert seinen Spieler ein bisschen nach. Man sieht, oben hat er geschickt, aber den setzt er gar nicht ein. Und man sieht ganz genau, wie die CPU mitläuft. Guckt euch das an. Und das ist, wenn man das verinnerlicht und wenn man das selber checkt und weiß, na, ist das so wichtig. Seht ihr, der hat auf den Außenverteidiger gewechselt und will mit ihm zulaufen, weil er Angst hat, dass er den Ball durchspielt. In dem Moment entsteht eine riesige Lücke. Ja, guck mal, hier ist riesiger, riesiger Raum, den der Spieler letztendlich nutzen kann. Das ist ein absoluter Gamechanger. Und dann kannst du wieder nach oben spielen, der andere Spieler läuft durch, den kannst du dann rüberbringen und dann probierst du zu verzögern, spielst den Ball in den Rückraum. Genau darum geht's. Ruhe bewahren und Attacke. Jetzt ist er hier für den Trivela gegangen, was sehr unglücklich war. Dementsprechend seid nicht wie die Pros und spielt das Ganze ein bisschen ruhiger. So, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz in die nächste Szene gehen, bei 5 Minuten 17, sehen wir gleich, wie er das erste Tor erzielt. Hier ist es ähnlich, hat Spieler geschickt, er beackert die Grundlinie, geht nach außen, spielt den Ball in den Rückraum, kann ihn dann querlegen auf Mbappé mit Puteas und macht das Ding letztendlich rein. Absoluter Gamechanger. Genau so müsst ihr spielen. Ruhig, Räume verschaffen, zusehen, dass er das Spiel breit macht, Lücken reißen und die dann nutzen. Dann könnt ihr auch Fünferketten und alles drum und dran komplett runterbrechen. Ja, das sind meiner Meinung nach absolute Gamechanger, die jeder lernen und verinnerlichen sollte. Und dementsprechend, dickes Lob gehen raus an die Videos von alle Elite. Gerade das Build Up Like a Pro, wo er theoretisch gesehen auch die ganze Zeit seine Gedanken teilt mit uns in dem Video, finde ich richtig, richtig stark und hat mir selber sehr, sehr weitergeholfen. Der nächste Punkt, über den ich mit euch reden möchte, sind Überlagerungen. Und da möchte ich dir jetzt nochmal Folgendes zeigen. Jetzt wird sich der eine oder andere denken, hä, was genau sind Überlagerungen, was bedeutet das? Und zwar haben wir dieses Jahr eine neue Anweisung dazu bekommen, beziehungsweise durch die neuen Spielerrollen haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir dem Spieler beispielsweise die Rolle geben können, Halbflügel. Jetzt wird sich der eine oder andere denken, was genau bedeutet Halbflügel oder was macht das? Wir sehen das schon, wenn wir in die Profi-Rollenansicht gehen, dass wenn ich auf Halbflügel gehe, geht dann nach links, nach außen und will dann dort mehr oder weniger überlaufen und das Spiel breit machen. Wenn die Gute dann jetzt auf der anderen Seite stehen würde, sagen wir mal die Gute Würz, auf der rechten Seite, die geht dann immer nach rechts und auf der linken Seite gehen die dann immer nach links, um da dann letztendlich zu überlaufen. Das sehen wir dann hier nochmal ganz gut. Je nachdem, wie man das Ganze dann halt einbindet und wie man das Ganze dann umsetzt. Und wenn die dann in der zentralen Rolle sind, das heißt in einer zentralen ZOM-Position, dann gehen sie immer entgegengesetzt zu ihrem starken Fuß. Also das heißt, rechter Fuß zieht nach links, linker Fuß zieht nach rechts. So müsste es sein, wenn ich mich gerade nicht täusche. Und damit könnt ihr dann ohne Probleme arbeiten. Denn was macht in dem Moment beispielsweise der Halbflügel, wenn man das Ganze gut kompensiert bekommt? Die Gute dann fängt an, hier hinten rüber zu laufen, geht hier dann wiederum hoch, während Nedved reinkattet. Das heißt, ich kann den Ball dann auf Bambastor spielen, kann wiederum die dann damit schicken mit L1 Dreieck oder ich kann meinen Stürmer einbinden, dann auf Dan oder Nedved tropfen lassen. Dadurch, dass Nedved nach innen zieht, ist hinter ihm immer der Raum frei, dass wir mit Dan richtig schön überlaufen können. Und das ist auch ein Szenario, wenn ihr das eingebaut bekommt oder das umsetzt, das schafft euch so viel, so viele Möglichkeiten und so viele Räume. Warum? Weil wir schaffen letztendlich Dreiecke. Ja, wir schaffen letztendlich Dreiecke und das ist so, 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 so wichtig. 1 Minute 52, da gehen wir nochmal ganz kurz hin. Ich glaube, das hatten wir uns eben schon mal angeguckt. Wo ich das Spiel aufbaue, der Gegner verliert gleich den Ball, weil er selber sehr unruhig ist. Und da geht es gerade, wie wir sehen, die ganze Zeit nach vorne. Dann verzögert er einmal, will den Ball in den Rücken spielen, kriegt den Ball wieder. Und hier nimmt er den Ball an und will den Ball partout querlegen. Auch hier wieder, wenn man sieht, dass man keine Option hat, das ist überhaupt nicht schlimm. Dreht euch um und spielt den Ball nach hinten. Habt da keine Angst vor. Es muss nicht immer nur nach vorne gehen. So, jetzt bekomme ich den Ball und dadurch, dass meine Bombastor mit nach vorne geht und meine dann auf Halbflügel stellt, achtet mal drauf, was passiert. So. Die dann geht jetzt in den Rückraum, aber will die ganze Zeit letztendlich überlaufen. Ich nehme jetzt aber die Ramirez mit und habe jetzt mit Nedved, der Bombastor, die ich jetzt mitgenommen habe, normalerweise würde da sonst die dann hingehen und Ramirez mir ein kleines Dreieck gebaut, wo ich die Spieler einfach schicken kann. Na? Den kann ich verzögern.
kann über die linke Seite aufbauen und kann letztendlich hier ein Tor erzielen, weil ich dann wiederum auch den Playstyle von meiner guten Bombastor kenne und einfach den Kluivert anflanken kann. Und genau so müsst ihr das machen. Sucht euch eine Seite aus in eurer Taktik, die ihr selber probiert zu überlagern und probiert über die häufiger zu spielen. Wenn der Gegner das irgendwann checkt, und genau das ist das Schöne dieses Jahr, dann könnt ihr das Ganze einfach switchen. Das heißt, ihr legt euch ein weiteres Preset hier in eure Taktiken rein. Wichtig, momentan sind die Taktiken teilweise verbuggt. Das heißt, ihr könnt momentan ganz, ganz schwierig nur unterschiedliche Formationen spielen. Dann wird euer Spiel immer umgestellt. Aber ich habe zum Beispiel meine Standardtaktik einfach mal umgebastelt gegenüber meiner normalen Taktik, wo einfach nur die Anweisungen anders sind. Und das Ganze wechsle ich dann in-game einfach mit dem Steuerkreuz. Das heißt, ich drücke das Steuerkreuz nach links, wechsle die Taktik, wo ich dann einmal links überlagere oder einmal rechts überlagere, einmal auf Konter spiele oder einmal auf kurzer Pass oder in der einen Variante beide Außenverteidiger mit nach vorne nehme. Und wenn ich sofort merke, dass das nicht funktioniert, stelle ich sofort um. Das Gute ist, dieses Jahr durch FCIQ, ihr müsst nicht warten, dass der Ball im Aus ist, dass eure Mannschaft eure geänderte Taktik annimmt. Das machen die wenigsten. Macht das. Ja, nutzt euch das zum Vorteil, dass ihr regelmäßig umstellen könnt. Na, weil da auch wieder bringt das Ganze Variabilität mit euch ins Spiel. Der Gegner probiert sich auf euch einzustellen. Der Gegner denkt, okay, ihr geht immer über die linke Seite. Auf einmal geht ihr durchs Zentrum. Auf einmal überlagert ihr nicht mehr links. Auf einmal kommen eure Stürmer kurz und ihr schickt die nicht mehr. Das ist alles wiederum Arbeit für den Gegner. Ihr agiert, der Gegner reagiert. Und dann seid ihr immer im Vorteil und könnt euch dementsprechend besser Lücken rausspielen und das Ganze besser verinnerlichen. Und da will ich nochmal ganz kurz eine Szene uns beim Olelito angucken, bevor wir dann hier gleich auch over sind. Und zwar gehen wir nochmal ganz kurz auf 4 Minuten 10. Wo man das Ganze auch nochmal sehr, sehr gut sieht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die Szene ist, die wir gerade schon gesehen hatten, aber wie er auch aufbaut. Das ist so wild. So, so wild, wenn man sieht, wie simpel das ist. Und was man auch sieht, wenn man Pro-Gameplay sieht, die spielen reihenweise Fehlpässe. Scheiß auf die Fehlpässe. Bleib ruhig. Der erste Punkt. Bleib ruhig. Bau den Angriff das nächste Mal auf. Irgendwann klappt es. In der Ruhe liegt die Kraft. So, jetzt schickt er Inaki Williams, den bindet er aber wieder nicht ein, justiert mit dem Player-Lock, bindet er wieder nicht ein, den Frimpong, seht ihr das? Da hat er mit Theo Hernandez darauf gewartet, dass der Frimpong angebunden wird, dadurch hat er sich Platz mit Williams verschaffen. Jetzt probiert er runterzugehen, will dann verzögern und hat das Ganze dann mehr oder weniger in dem Moment verkackt. Ihm geht es immer darum, was er gerade zeigt, oben in die Räume zu kommen. Mir selber liegt das nicht ganz so sehr, das heißt, ich probiere nicht ganz so tief reinzukommen. Für mich sind die Räume, die für mich deutlich, deutlich interessanter sind, eher hier in diesem Bereich. Das heißt, an der 16er Kante und drumherum. Das heißt, ich kann runtergehen, ich kann den Ball querlinken, ich kann aber auch jederzeit wieder umdrehen und das Spiel mehr oder weniger ein bisschen verschleppen. Ja? Und das zeigt er mehr oder weniger in seinem Video so unfassbar gut. Wieder schickt er den Frimpong, wieder geht der Gegner auf Theo und muss das Ganze, seht ihr das? Und muss das Ganze zustellen. In dem Moment schafft er sich wieder Räume und geht in dem Moment selber runter. Ganz einfach, ohne großartig zu sprinten, ohne Skill, ohne alles. Ja? Das ist alles gerade in der Elite Division. Schon ist Platz da, kann den Ball klatschen lassen. Seht ihr das, Patri, was die für einen Kackball gespielt hat? Mund abputzen, weitermachen, so blöd sich das immer anhört. Hat mal eine weise Person, glaube ich, gesagt. Wieder verzögern, kannst den Ball wieder querlegen. Und in dem Moment vergeigt das halt mit Mbappé. Aber genau so müsst ihr es machen. Ruhe bewahren, chillen, ganz einfach zu Ende spielen. Und schon ist das Ding in trockenen Tüchern. Und dann könnt ihr anfangen, mehr Tore zu erzielen. Warum? Weil ihr mehr Räume habt, sicherer an den 16er kommt, ruhiger unterwegs seid und dann dementsprechend auch im 16er viel, viel besser agieren könnt. So, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. See ya. Ciao, ciao.